Du hast bereits den ersten Teil unseres Kanada vs. Irland-Duells mit Hannah gesehen. Nun möchtest du wissen, was unsere Teilnehmerin Amelie an Irland fasziniert und wieso sie sich schlussendlich dazu entschieden hat, in Kilkenny ihren Schüleraustausch zu verbringen? Dann bleib unbedingt bis zum Ende dran. Abonniere unseren Kanal, um keine tollen Videos mehr zu verpassen. Wenn dich ein weiteres Thema brennend interessiert, rund um deinen Auslandsaufenthalt, dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen dieses Videos. Das Wetter ist hier auf jeden Fall super schön. Ich liebe das Essen hier. Kanada, Fast Food. Du kriegst hier super viel Fast Food. Und da hat Kanada meiner Meinung nach den super tollen Vorteil, dass du nirgendwo lange hinfährst. Hallo, mein Name ist Amelie. Ich bin 16 Jahre alt und ich mache zurzeit ein Auslandsjahr in Irland Kilkenny. In diesem Video geht es um die Frage, welches das bessere Ziel für ein Auslandsjahr ist, Kanada oder Irland. Und ich will ein wenig darüber erzählen, warum ich persönlich finde, dass Irland die bessere Wahl ist. Ich finde, das Wetter hier ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Ist auch etwas weniger kalt vermutlich, als es in Kanada manchmal werden kann. Und es gab jetzt hier auch in letzter Zeit schon einige sehr schöne sommermäßige Tage. Und das ist auch gut, da konnten wir dann in den Park gehen und Takeaway holen. Und dann, ja, ich habe sogar schon ein paar Mal Sonnenbrand bekommen. Ich persönlich finde auch das Essen hier sehr gut, also ob es nun Irish Stew ist oder Ham mit Cabbage und Kartoffeln in allen möglichen Arten, also Roast Potatoes, Baked Potatoes, Mashed Potatoes, alles mögliche. Und dann gibt es öfter auch nochmal eine Scheibe Garlic Bread dazu. Das ist hier irgendwie so ein Ding. Also meine Gastmutter macht manchmal einfach Bolognese oder so und dann fragt sie, ob wir noch ein, zwei Scheiben Garlic Bread dazu haben möchten. Meine Gastmutter ist auch recht gut im Kochen und Backen, deswegen hatten wir jetzt auch schon öfter mal Scones oder selbstgemachtes Brot. Kann man natürlich auch in Läden kaufen, also Scones oder ähnliches, habe ich jetzt auch schon oft gesehen. Und ich weiß nicht, ich finde es recht lecker. Des Weiteren finde ich auch, es gibt hier einige sehr schöne und sehenswerte Orte und Städte. Also ob es jetzt Tramore, Galway, Dublin, Cork oder ähnliches ist. Ich persönlich finde das alles sehr sehenswert und ich freue mich auch darauf, in nächster Zeit noch ein bisschen mehr mir da anzusehen. Da Irland eine Insel ist, gibt es hier natürlich auch Strand. Also an den meisten Orten, wo du bist, kannst du eigentlich irgendwann mal einen Tagesausflug oder ähnliches an den Strand machen, um einfach Strandspaziergänge, Surfstunden oder einfach nur entspannen oder ähnliches zu machen. Man kann natürlich auch im Sommer schwimmen gehen, falls man sich traut. Ist natürlich nordseemäßig kalt und windig. Außerdem finde ich, Irland ist auch sehr voll von historischen Gebäuden und Geschichte und ähnliches. Also es gibt sehr viele Schlösser oder einfach ältere Gebäude und das finde ich sehr interessant, sich anzusehen. Also zum Beispiel auch in Kilkenny gibt es, glaube ich, 3 alte Kirchen oder so und zwischendurch immer wieder irgendwas, ein altes Gebäude oder ähnliches. Außerdem finde ich es, was mir sehr gut gefällt, ist in der Stadt, da sind diese Ladenfassaden, sind alle so ein bisschen auf alt gemacht oder noch aufbewahrt quasi und bunt und interessant gemacht. Und die Türen hier sind auch oft so, also Haustüren sind grün, rot, pink, was auch immer. Also da sieht man alles Mögliche. Das finde ich ziemlich schön mal. So ein bisschen mehr Farbe und alles drin zu haben. Auch die Schulen hier finde ich sehr gut, das Schulsystem, das gefällt mir. Also es gibt hier öfter mal getrennte Schulen, also entweder Mädchenschulen oder Jungsschulen. Aber wenn man das jetzt nicht haben möchte, kann man auch eine gemischte Schule sich aussuchen. Ich persönlich bin in einer nur Mädchenschule. Man trägt hier Uniform, was ich aber ziemlich interessant finde mal. Auch wenn ich an sich es bevorzuge, mir auszusuchen, was ich tragen möchte, finde ich es schön, dass man für ein paar Wochen oder Monate mal dieses Uniform-Ding auszuprobieren und sich nicht jeden Tag Gedanken machen zu müssen, was man heute anzieht. Ein großer Vorteil meiner Meinung nach ist hier das Transition Year. Das entspricht der EF. Allerdings ist es ein bisschen was anderes. Es ist halt dafür gedacht, ein bisschen vorzubereiten auf die nächsten beiden Jahre. Allerdings auch einem zu helfen mit der Berufswahl. Weil auch hier in Irland die Fächer, die man wählt, also die in den letzten beiden Jahren, bestimmen sehr viel darüber, was du später machen kannst und was du studieren kannst und ähnliches. Deswegen ist das so eine, quasi so eine Hilfe, rauszufinden, was man machen möchte. Es gibt dann Events, Praktika und auch Ausflüge und öfter mal. Also es ist etwas weniger akademisch und ich finde, für ein Auslandsjahr finde ich es sehr gut.
Natürlich, aufgrund von Corona hatte ich jetzt noch nicht allzu viel Möglichkeit für diese ganzen Events und Ähnliches. Ist sehr schade, aber das wird ja auch hoffentlich irgendwann mal enden. Ja, und auch in Corona, also da hatten wir auch schon öfter mal Events oder Ähnliches und so Talks. Das fand ich auch ziemlich gut eigentlich. Ja, also natürlich kann nicht jeder das Transition Year machen, das hat was mit dem Alter zu tun. Aber wenn man die Chance hat, dann würde ich das schon jedem empfehlen. So, Freizeitaktivitäten findet man ja auch alles Mögliche. Also ob es jetzt Gym oder ein Schwimmbad oder Bowling oder alles Mögliche. Also da findet jeder auch irgendwas. Das ist natürlich ähnlich wie in Deutschland. Da kann man was finden. Es gibt außerdem auch Clubs in der Schule, also aufgrund von Corona auch eingeschränkt, aber ich bin auch im Buchclub hier. Also das fand ich auch sehr gut. Da findet jeder irgendwas. Ein weiterer Vorteil ist, dass Irland nicht allzu weit entfernt ist. Also zum einen ist der Flug nicht so lang und es ist jetzt auch nicht so teuer, der Flug. Und außerdem, wenn man jetzt Pakete oder irgendwas Ähnliches schicken möchte, ist das hier deutlich einfacher als bis nach Kanada. Deswegen, wir hatten auch, also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht alles in den Koffer packen konnte, dann kann man öfter mal, also einfacher mal und günstiger vor allen Dingen, was nachschicken. Oder zu meinem Geburtstag habe ich auch ein Paket bekommen von meiner Mutter. Oder zu Ostern habe ich was geschickt. Und das ist hier deutlich einfacher und auch nicht so teuer, wie es jetzt in anderen Ländern wäre. Ansonsten finde ich halt, dass die Iren und das einfach sehr interessant. Also Iren sollen ja auch sehr freundlich sein und die irische Mentalität ist auf jeden Fall mal sehenswert. Und die haben eine sehr positive Einstellung und an sich die ganzen irischen Festivals würde ich auch gerne miterleben und finde ich sehr empfehlenswert. Also ob es jetzt der St. Patrick's Day ist oder auch viele andere, also die Paraden in Dublin sollen immer sehr toll sein. Außerdem ist auch dieses irische, die irischen Pubs, das ist hier ein sehr großes Ding und das ist auch sehr interessant, finde ich, und das würde ich auch gerne miterleben. Also ich finde, Irland hat viele Vorteile und viele positive Aspekte und Gründe, warum man es mal unbedingt besuchen möchte, müsste, sollte. Schüleraustausch in Kanada oder doch lieber in Irland? Die Videos unserer Teilnehmerinnen konnten dir bei deiner Entscheidung helfen und du bist nun bereit, deinen Schüleraustausch zu planen? Dann wähle einfach die jetzt eingeblendete Nummer für ein Beratungsgespräch mit unseren Experten. Klick auf die jetzt angezeigte Infobox für mehr Videos unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auf das jetzt angezeigte Logo, um den Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns schon auf dich. Dein Team von Kulturwerke Deutschland.